kommst du denn jetzt her? Nee, ich hab nur was dabei. Ist das gut? Du hast nur was dabei. Also dann geht irgendwie so eine Angst durch den Körper. Hazel, die ist unberechenbar. Shopping Buddy Time. Buddy Time! Ich wünsch mir Joko zurück. Ja. Du bist auf einmal ihr Buddy. Jetzt musst du rein. Jetzt musst du wohl rein. Ja? Okay, gut. Joko kann nicht da im Control Room versauern. Der muss raus, dieser Mann. Vor allem, wenn er lachen darf. Das ist gemein, der darf ja jetzt lachen. Voll Psycho jetzt. Oh nein, der darf. Joko! Sehr gut. Was kann ich tun? Geiler Typ, du bist doch aus dem alten Musik. Televisionsgenre so ein bisschen zumindest. Und du bist jetzt mein Kameramann und ja. Ich würde gerne ein paar O-Töne hier sammeln. Herzlich willkommen zu LOL Staffel 4. Ich bin hier live im Studio und habe ein paar Fragen mitgebracht. Fangen wir an mit Max Giermann, ein wahnsinnig talentierter Mann. Ein Mann mit vielen Gesichtern, leider keines davon attraktiv. Max, wie geht es dir heute? Mir geht es ganz gut. Wie geht es dir, wenn ich dir gegenpacke? Oh, Hazel! Ihr seht, hier wird tief gebohrt, aber absolut nichts rauszuholen aus diesem Mann. Max, was sagst du? Mein Finger ist ab. Moment. Das ist so fies, dass Joko ja lachen durfte. Ah, Kurt, Payback Time. Kurt, man nennt dich ja in der Kabarettbranche einen weißen heterosexuellen Cis-Mann. Wie ist das denn, mit einer jungen Lady wie mir zu sprechen hier? Was löst das in dir aus? Ich freue mich. Oh! Da kommt die Political Correctness Polizei. Da muss der Kurt aber aufpassen, was er sagt. Um Gottes. Links von mir, es war dumm. Ach du liebes Radieschen. Ihr seht, es ist eine brennende Stimmung hier im Studio. Du kannst dir nichts zurechtlegen. Du musst da einfach aushalten und Nachfragen stellen. Immer Nachfragen stellen. Kannst du mir helfen? Ich hab die. Um Gottes Willen, das ist ja fast schon cartoonhaft, was hier geboten wird. Bang! Ja. Die explosiven Fragen. Nur hier, live aus dem Studio mit Joko Winterscheid als Kameramann und Hazel Brugger als rasende Reporterin. Kurt, wie geht's dir? Du siehst schwer krank aus. Nee, das Problem ist, ich suche seit 2 Jahren meine Brille. Danke, Joko, war sehr mega. Gerne. Das war schön. Danke dir. Sehr gerne. Bleib doch bei uns, kannst du eigentlich hier bleiben auch. Nein, der bleibt nicht bei uns. Das ist nicht gut. Ich kann aber noch mal kurz gucken.